Hallo und willkommen bei Teil 12. Heute finden wir raus, wieso der Hund auf dem Dach ist. Da, das wissen wir schon. Aber das Gute ist, ihr habt die Antwort, bevor die Folge so richtig gestartet ist. Ist das nicht auch super? Nee, ist nicht super? Na, gehen wir doch mal aus dem Pausemenü raus und fragen die mal, was... Nee, ich will nicht wissen, was der hier macht. Was war das für ein Lied, das Sie vorhin gesungen haben? Gefällt es Ihnen? Auf den Treffen des Finger vom Fuselvereins bringt das die Bude zum Wackeln. Aber vielleicht ist das auch nur das Zittern. Soll ich es noch einmal singen? Nein. Vielleicht später. Ich bin die ganze Nacht hier. Denken Sie, ich könnte Ihren Text von You Should Care haben? Ich habe selbst einen Club, der wirklich etwas Inspiration brauchen könnte. Sicher, lassen Sie mich nur schnell eine Seite aus dem Gesangsbuch. Hier, bitte. Danke. Wissen Sie, Trixie Trotter hat auch eine Version von You Should Care. Hat sie? Ja, aber ihre ist etwas optimistischer. So ist das, wenn man für Säufer und Verbrecher singt. Ach, wie süß. Was ist mit Ihnen und Emmett? Das letzte Mal, als ich Sie gesehen habe, schienen Sie an ihm interessiert. Es war, bevor ich viel zu spät erkannt habe, dass die Einladung an den Finger vom Fuselverband ein Vorwand war, um fässerweise Fusel in dieses sogenannte Labor zu bekommen. Das tut mir leid. Und jetzt bringt er mich durch seine bloße Anwesenheit dazu, seine philosophischen und intellektuellen Grundgerüste mit allen sprachlichen Mitteln anzugreifen. Sie gehen also nicht miteinander aus? Wir? Der bloße Gedanke an ein romantisches Verhältnis mit diesem Technik-Anarchisten ist schon absurd. Frauen sagen nur, ich hasse dich, zu Männern, die sie lieben. Richtig tiefgründiger Satz, ey. Den habe ich mal irgendwo auf Facebook gelesen. Was ist mit Ihnen und Emmett? Das habe ich gerade gefragt. Erzählen Sie mir von Tannen. Was hat Kittenen in den letzten 2 Monaten so gemacht? Hast du es nicht gehört? Es stand alles in der Zeitung. Er hat Verbrechen begangen. Auf Reisen. Die Behörden wollten Tannen wegen Steuerhinterziehung verhaften. Sieht aus, als hätten sie seine Bücher von seinem Buchhalter bekommen. Ja, davon habe ich schon etwas gehört. Der Buchhalter ist natürlich verschwunden, aber die Behörden sind immer noch an dem Fall dran. Sie haben ja noch die Bücher, oder? Richtig. Falsch. Am Tag vor der Verhandlung verschwanden die Bücher direkt aus der Asservatenkammer des Gerichts. Nein. Es wurden viele Beschuldigungen laut. Aber mal ehrlich, die Stadt ist so korrupt, dass es jeder hätte sein können. Gerichtsdiener, Polizisten, Hausmeister. Oder sogar ich. Dann läuft Kit jetzt frei herum? Frei, unschuldig und lacht sich in seiner neuen Bar ins Fäustchen. Die Behörden wollen ihn anklagen, aber ohne die Bücher haben sie nichts in der Hand. Doch, eine Bar, die offenbar ihm gehört. Aber naja, das ist Bürokratie. Du brauchst für alles Beweise und kannst nicht einfach so einen runterhauen. So. Hätte man Kit nicht für etwas anderes verurteilen können? Vielleicht wegen der Flüsterstube? In einer heilen Welt, ja. Aber niemand in der Stadt interessiert sich mehr für Verbrechensbekämpfung. Die Behörden wollen nur die ihnen entgangenen Steuern. Ist das nicht gut? Ich meine, mit dem Steuergeld kann man dann später Polizisten bezahlen und die holen dann das... Egal. Ich bediene immer Sätze, die überhaupt keinen... die erst in meinem Kopf Sinn machen und wenn ich den ausspreche, dann merke ich, wie dumm das alles ist. Aha. Wissen Sie etwas über Officer Danny Parker? Parker? Nur noch eine verlorene Seele, verloren an Alkohol und Verzweiflung. Ich bat ihn, mir seine Geschichte für meine Kolumne zu erzählen, sozusagen als abschreckendes Beispiel, aber er will einfach nie. Was für ein Zufall. Hey, wollen Sie mir Ihre Lebensgeschichte als abschreckendes Beispiel erzählen? Ach nee, lassen Sie mich noch kurz ausdrängen. so. Sie wissen nicht zufällig etwas über Trixie Trotter, oder vielleicht doch? Kit Tannens neueste Eroberung? Sie gibt an, eine Barsängerin aus Seattle zu sein, aber meinen Quellen in Washington ist sie unbekannt. Mal ganz ehrlich, Trixie Trotter? Was ist denn das für ein Name? Bestimmt heißt sie in Wahrheit Annemarie Hildenheim. So. Was ist eigentlich aus dem Brandstifter geworden? Ich wollte Ihnen gerade dieselbe Frage stellen. Mir? Halten Sie mich nicht zum Narren. Ich habe vielleicht keinen journalistisch gültigen Beweis, aber ich hörte, dass Sie bei der spektakulären Flucht von Carl Sagan vor den Behörden die Finger im Spiel hatten. Jo, stimmt. Dachten Sie nicht, dass Sagan unschuldig war? Anfangs schon, aber nach seiner Flucht brannten noch 2 weitere Bars. In Colfax und Georgetown. Das ist nur ein Zufall. Zufall? Oder
ist unser Freund Karl vielleicht sogar ein Serientäter? Selbst wenn, ist das doch gut. Die hat sich doch auch am Anfang gefreut darüber. Was haben Sie eigentlich gegen Hunde? Sie stinken, haben keine Manieren, können sich nicht um sich selber kümmern und sind ehrlich gesagt nicht sehr schlau. Wenn ich was zu sagen hätte, dürften Hunde nicht in die Öffentlichkeit. Das ist hart. Die Welt ist ungerecht, Mr. Crockett. Interessant, dass Kleinkinder genau dieselben Eigenschaften haben. Ich glaube, da ist sie nicht der Meinung, dass sie nicht an die Öffentlichkeit gehören, aber das wollte ich nur mal nebenbei sagen. Und offenbar hat die ja... Nee, hat die nicht? Hat die Kinder? Weiß ich gar nicht. Dieser Schuldirektor Strickland ist ja nur ihr Bruder, glaube ich, ne? Oh, kann sein, dass die vielleicht auch von Kindern so denkt. Was für eine Frau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sagan diese Brände nicht gelegt hat. Wir werden sehen. Einer der Gründe, warum ich mich immer so nah bei Tennants neuer Bar aufhalte, ist, dass ich den Brandstifter auf frischer Tat ertappen will. Eine super Story für meine Kolumne. Ja, auch für meine. Ich schreibe übrigens auch. Hätte man Kit nicht für etwas anderes verurteilen können? Achso, das habe ich ja schon gefragt. Irgendwas wollte ich noch mal... Nee, oder? Nee. Ich kann ja... Wenn doch nur... Ja, sing noch mal. Sicher. Wrecked and stopped. Oh. Show the world you care. You should care. You should care. What people think of you. Richtig gut singen kann die auch wieder nicht. Schnell weg. Sehr schön. Oh, es war wunderschön. Ja. Ja, es ist ein richtiger Ohrwurm. Ehrlich, man braucht einen Aufhänger, wenn man Herzen gewinnen will. Ja, ich habe da einen tollen Ort. Du kannst doch in der Bar mal singen. Vielleicht lieben die Leute das ja, wenn du gegen Alkohol wetterst. Kämpfen Sie weiter für das Gute. Ja, alles klar, auch so. Bring Parker dazu, seine Pflicht zu tun. Also wird das mit dem Hund erstmal nix. Ich gehe erstmal wieder in die Bar. Ich habe das Gefühl, dass wir das tun müssen. Und jetzt darf ich natürlich erstmal gleich wieder alles erraten, außer ich zeig denen natürlich die Pistole. Dann sage ich, ich bin Valenti. Willkommen zurück. Ach, wie nett, danke. Ich muss die Fragen nicht mehr beantworten. Sonst wäre ich da nicht mehr reingegangen, ich schwöre es dir. Ich meine, ich habe ja noch keinen Cent da gelassen, aber ich bin trotzdem ein sehr wichtiger Gast. Parker scheint hier noch geparkt zu sein. Ist der gut, der Witz. Oh, der Typ da rechts ist ja schon wieder da. Du machst es ja schon wieder, du willst mir die Freundin aussperren. Ja. Nun, ich hatte es nicht drauf angelegt, aber wenn Yunis möchte... Du. Ich weiß gar nicht, was das bringt. Hat das Relevanz für die Story, was ich hier... Sieht aus, als müsstest du dich etwas abkühlen. Hat das Relevanz für die Story, was ich hier gerade getan habe? Hätte ich besser Nein drücken sollen? Aber ich finde das einfach lustig, wenn da rausgebracht wird. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn ich Nein drücke. Ha, na, wie geht's denn so? Willst du dich mit mir treffen? Oh nein. So. Hey Trixie, sieh mal da! Wieso? Hast du das nicht gesehen? Nein. Ah, schon gut. Da war ein fliegender Butterbrot. You should care. Das Lied passt besser zu ihr. So. Und jetzt rede ich nochmal mit dir. Trixie? Ja? Hey, You Should Care ist ein richtig geiler Song. Den musst du unbedingt singen. Wissen Sie, was Sie prima singen könnten? Diesen Song von... Sprich das mit dem Klavierspieler ab. Der hat die Songliste. Okay. Toi, toi, toi. Danke. You Should Care. Sie hat recht. Ich kann mein Leben ändern. Na klar. Ja, denn ich war ein guter Polizist. Ich hatte zwar ein paar Aussetzer, vielleicht auch einen geistigen, als ich ein verschwindendes Weltraumauto gesehen habe, aber ich bin ein guter Mann. Genau. Und alles, was ich tun muss, um Betty zurückzugewinnen, ist der gute Mann zu sein, der ich war. Egal, wie die Dinge laufen. Okay.
Also, was jetzt? Ich warte auf den richtigen Moment, Kit Tannen fertig zu machen, meinen guten Ruf wiederherzustellen und das Herz von Betty Lipinski zurückzuerobern. Tun Sie das. Ich wette, der Moment wird sehr bald kommen. Ich habe 2 Trophäen für dieselbe Situation bekommen. Also hätte es durchaus sein können, dass ich 2 Arten nutzen konnte, um diesen Parker zurück zu seiner Tugend zu bringen. Bring Parker dazu, seine Pflicht zu tun. Ja, das... Jetzt muss ich nur noch... Also den Hund brauche ich, um Artie zu finden. Artie brauche ich, damit Trixie Kit Tannen verlässt. Und ihn muss ich dazu bringen, seine Pflicht zu tun. Wie kann ich das denn? Ich kann ihm ja ein Foto von meinem Vater geben. Ich zeig dir besser nicht das Feuerzeug. Hey, Danny. Hey, ich glaube, ich habe noch nie deinen Namen gehört. Ich habe ihn auch nicht erwähnt. Und ich weiß nicht, ob ich das tun sollte, nachdem du nun wieder ein ehrbarer Polizist bist. Hast recht. Ich bin dir etwas Anonymität schuldig. Mach einfach keinen Unsinn, hörst du? Laut und deutlich, Officer Parker. Immer noch bereit, Tannen zu verhaften? Auf jeden Fall. Cool, halt die Ohren steif. Ich sehe, was ich tun kann. Bis bald, Danny. Pass auf dich auf. Ich brauche die Bücher. Und die Bücher sind verschwunden. Ich kann ja mal mit Kit reden, ob der die Bücher hat. Hi, Kit. Okay, ich kann nicht mit Kit reden. Das ist aber cool. Ich kann mit Matches reden. Yay. Nee, Zane. Hey, was? Okay. Dann bis später. Tschüss. Hey, sieh da, ein zahlender Gast. Ja, halt's mal. Hey. Zieh leine Würstchen. Na, ah, interessantes Gespräch. Okay, tschüss. Ich benötige die Bücher. Wo sind die Bücher? Kann ich da reingehen eigentlich? Nee, schade. Ich muss mal gerade... So. Ich kann ja mal... Vielleicht kann ich ja ihr was Neues erzählen. Über den Song. Edna, hey, der kommt richtig gut an in dieser Flüsterstube. Was machen sie? Ich hab... Das ist doch alles... Parker ist geläutert. Sie werden erfreut sein zu hören, dass ihr You Should Care Parker wieder auf den rechten Weg gebracht hat. Tja, Halleluja. Eine arme Seele vor dem Fegefeuer gerettet. Noch ist doch gar keine Apokalypse. Okay. Bis bald. Kämpfen Sie weiter für das Gut? Nein. Tschüss. So, jetzt brauche ich nur noch... Ich gehe einfach wieder hier dran. Nicht anfangen! Entschuldigung. Ich muss den Doc irgendwie ablenken. Kann ich dem vielleicht die Pfeife geben, sodass er die dem Hund gibt? Es gibt nur ein paar Personen, die haben könnten. Okay. Gibt's was Neues wegen Einstein? Ich überlege noch. Es ist ein schwieriges räumliches Rätsel, das noch durch Einis verständliche Sprunghaftigkeit verkompliziert wird. Boah. Warum gehst du nicht dein Auto suchen? Und lassen Eini auf dem Dach sitzen? Niemals. Hunde sind viel wichtiger als so ein blödes Raketenauto. Besonders eins, das nicht funktioniert. Okay, das ist eine sehr gute Einstellung. Ich gehe dann mal. Vielleicht finde ich Hilfe. Tu das. Ich bleibe hier und überlege mir, wie ich Eini runterbekomme. Ja, das tue ich auch. Wir müssen ja nur ins Gericht kommen irgendwie. So, ich muss eigentlich nur in die Absteige gehen und dann muss ich mal mit dem Doc reden. Hey Doc, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wo liegt das Problem? Überall. Gute Neuigkeiten, Doc. Parker hat sich bereit erklärt, Tannen zu verhaften. Ich musste also nicht allein zum Abschluss bei. Super! Und was ist mit Miss Trotter? Daran arbeite ich noch.
Wieso wusste ich nicht, dass ich heute Abend Ihrem jüngeren Ich begegnen würde? Weil ich mich nicht erinnere, heute hier gewesen zu sein. Offensichtlich hat ein Treffen mit meinem jüngeren Ich vor 2 Monaten meine persönliche Zeitachse etwas verschoben. Ich konnte nie öffentliche Experimente durchführen, so wie er. Aber das macht nichts, solange ich mir Frankenstein ansehe. Frankenstein? Ja, gerade experimentiert mein jüngeres Ich da unten mit Raketenantriebssystemen herum, die er dann auf der Expo demonstrieren kann. Der Anfang deiner Karriere als Wissenschaftler. Genau, jetzt sind die Raketen eine fürchterliche Idee. Und ich werde bald herausfinden, dass sie nie funktionieren. In ein paar Stunden gehe ich also in das Kino und sehe mir Frankenstein an, um den Kopf frei zu bekommen. Ich habe die Eintrittskarte von diesem Film schon über 70 Jahre in meinem Geldbeutel hier. Wieso? Weil ich während dieses Films die Eingebung für meinen Durchbruch bei der Expo haben werde. Das hat doch nichts mit der Wiederbelebung von Toten zu tun, oder? Natürlich nicht. Erinnerst du dich an die Szene, in der Colin Clive mit dem Messer? Egal, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich mir diesen Film ansehe. Ich wollte schon sagen, Spoiler noch. Ja, ich würde sagen... Dann bringe ich mal besser den Lauf der Geschichte. Ja, auf. Genau, okay. Sei vorsichtig, Martin. Tschüss. Wer keine Untertitel hat, verdient es nicht, von mir beachtet zu werden. So. Jetzt müssen wir nur noch dem einen jüngeren Ich die Eintrittskarte geben. Und dann können wir das Raketenauto bedienen und Aini manuell darunter holen. Hat er mir das nicht gegeben? Ich bin blöd. Gibt's was Neues wegen Einstein? Ich überlege noch. Es ist ein schwieriges räumliches Rätsel, das noch durch einiges verständliche Spuren. Ja, okay. Hast du schon den Frankenstein-Film gesehen? Ich habe gehört, er ist sehr inspirierend. Noch nicht. Ich war so mit meinem Raketenauto beschäftigt, dass ich keine Zeit hatte. Aber ich will heute Abend reingehen. Zumindest, wenn ich Einstein runterbekommen habe. Dann siehst du dir heute Abend wirklich Frankenstein an? Den solltest du nicht verpassen. Oh, mach dir keine Sorge. Nichts auf der Welt hält mich davon ab, mir einen Film über einen verrückten Wissenschaftler mit Götterkomplex anzusehen. Klasse. Ich gehe dann mal. Vielleicht finde ich Hilfe. Tu das. Ich bleibe hier und überlege mir, wie ich Aini runterbekomme. Ich muss doch... Aus der Bar kann mir keiner helfen, den Hund runterzukriegen. Möglicherweise kann ich ja zum Kino gehen und dann gibt es diesmal... Könnte Arthur da drin sein? Mhm, es ist zu ist voll es und zu voll? Dunkel, um das zu sehen. Ich würde gerne... Interessant, dass die schon verschiedene Filme zeigen. Ist schon ein Multiplex-Kino. Yay. So. Das ist... Warte mal. Das kann doch nicht angehen. Also, der Doc... Ich würde sagen, wir können eigentlich nur mit diesem Auto da runterholen. Dem fliegenden Auto, wo uns der Doc nicht dran lässt. Zugegebenermaßen. Ich frage nochmal den... unseren Doc, ob der mir die Karte vielleicht geben kann. Hey Doc, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ja. Wo liegt das Problem? Ich auch. Ich habe mit Ihrem jüngeren Ich über Frankenstein gesprochen. Er freut sich sehr darauf. Oh, das hätte mich nie beunruhigt. Für nichts auf der Welt hätte ich diesen Film verpasst. Diese alte Eintrittskarte verschwindet nicht. Ich beneide mich fast, wo ich sie jetzt hier sehe. Gib mir doch bitte einfach die Karte. Emmett hatte kein Glück damit, Einstein vom Gerichtsgebäude zu holen. Das überrascht mich nicht. Aini ist ein schlauer Hund, aber er hat Höhenangst. Was kann man da tun? Ich hab's. Was? Lenk einfach mein jüngeres Ich ab und ich übernehme den Rest. Wie soll ich den denn ablenken? Dann bringe ich mal besser den Lauf der Geschichte in Ordnung. Sei vorsichtig, Martin. Keine Untertitel, keine Beachtung. Tschüss. So. Dabei stimmen die Untertitel sowieso fast nie. Ich glaube, es war bisher kaum einer dabei, der nicht ein falsches Dings drin hatte. Was Neues wegen Einstein? Ich überlege noch. Ist danke. Mach mal Pause. Warum machst du nicht mal einen Moment Pause? Du könntest dir einen Film ansehen oder so etwas. Danke für das Angebot, Sonny. Aber jetzt kann ich nichts mehr davon abbringen. Und momentan habe ich mir den Kopf zu retten. Sorry, ich musste das überspringen. Das ist so belanglos. Ich gehe dann mal. Tu das. Ich bleibe hier und überlege mir, wie ich Aini runterbekomme. Ich werde ihn jetzt dadurch ablenken, dass ich Edna sage, dass
Doc Brown ein mieser Penner ist und außerdem noch illegal hier in den Staaten, denn er ist eigentlich Mexikaner. Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh, was denn? Doc Brown ist schwul. Es gibt Neuigkeiten zur M... Was denn? Mein Gott. Mr. Brown? Was ist denn jetzt, Mr. Brown? Das könnte ich Sie auch fragen, Miss Strickland. Ja? Die wissenschaftliche Unternehmung stellt eindeutig eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar. Wissen Sie, was eindeutig eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt? Ihr Gesang. Kein Grund, persönlich zu werden, Mr. Brown. Glauben Sie mir, ich habe nicht vor, persönlich mit Ihnen zu werden. Da bin ich aber erleichtert. Fliegende Autos. Von all den lächerlichen kindischen Anwandlungen. Sie machen sich lustig. Aber stellen Sie sich eine Welt vor, in der Staus und Unfälle der Vergangenheit angehören. Ich hätte Ihnen vielleicht zugehört, wenn Ihre Jungfernfahrt nicht mit einer Bruchlandung und einem Hund auf dem Dach geendet hätte. Ich bin ja schon dabei, ihn runterzuholen. Einie, wie bist du da runtergekommen? Kluger Hund. Tja, das Schicksal ist Ihnen heute wohlgesonnen, aber ich warne Sie, seien Sie in Zukunft vorsichtiger. Nun, wie bekommen wir das Raketenauto jetzt wieder runter? Das ist eine Frage, die wir in der nächsten Folge klären können. Interessanterweise habe ich sogar Fortschritte gemacht heute. Das heißt, ihr habt euch diese 20 Minuten nicht sinnlos angesehen. Hey! Und jetzt könnt ihr auch eine nicht sinnlose Bewertung abgeben. Hey! Und danach könnt ihr bis morgen warten. Hey! Das ist nicht so gut, aber man muss es ja schöner darstellen, als es ist. Sonst haben die Leute keine gute Laune und das möchte ich ja nicht. Außer bei ganz bestimmten Personen, die ich jetzt nicht nennen möchte. Aber dazu zählt ihr nicht, da könnt ihr euch sicher sein. Und ja, gucken wir mal, was morgen passiert. Ein abschließendes Wort wäre zum Beispiel Bücherschrank.